Hallo, hier ist wieder der Brandon von PWPlay.de und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Episode Hearthstone. Diese Episode, lasst mich nicht lügen, müsste am Dienstag laufen, ja. Also morgen, denn heute ist Montag. Und wenn ich zwischendurch ein bisschen mit schnupfenähnlichen Symptomen zu kämpfen habe oder Hüstelchen, Räuspern, entschuldigt das bitte, aber ich habe vor allem die letzten Tage sehr stark unter meiner Allergie zu leiden und ich gehe fast dran kaputt. Ich hoffe, es ist jetzt einigermaßen okay, dass es nicht ganz so schlimm ist und ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, zuletzt haben wir immer wieder gewertete Kämpfe gemacht, deswegen üben wir heute mal ein bisschen, weil der Dale, der meinte nämlich, da könnte man andere Klassen freischalten. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal den Paladin. Und warum weiß der Dale das? Weil der heute auch angefangen hat, Hearthstone zu spielen. Und aller Voraussicht nach wird er... Also wir werden nachher auf jeden Fall noch ein bisschen streamen. Und er wird vermutlich auch noch dazukommen. Ich darf anfangen, okay. Da kann ich keine Karte schmeißen, okay. Ach doch, ich kann nicht wohl. Ha, das ist ja geil. Dann tausche ich den. Und der wird nachher noch dazukommen. Und dann werden wir auf jeden Fall mal mindestens eine Runde gegeneinander ballern. Der alte Magic Meister. Und ich. Okay, toll. Kann ich nichts machen. Ist ja cool. Hat sich ja gelohnt. Ah, der hat schon wieder so einen Spottsoldat. Nee. Gibt es da nicht. Hatte der gerade schon mal. Ich musste gerade schon mal die Aufnahme machen. Und ist leider, hat sich, die Session dann verabschiedet. Das ist die Frage. Ja, komm, ich spiele die Arkane Geschosse. In der Hoffnung, dass es da irgendwie was... Ja, toll. Dreimal auf den. Das hilft mir natürlich jetzt nicht viel. Ah, das war blöd. Ich hätte vielleicht das machen können. Ach, egal. Da wird der Dale wieder meckern. Der meckert immer nur mit mir. Kannst du... Du musst doch den Zug so... Oh, da denke ich mir die ganze Zeit, du musst doch so und so spielen. Und das und das. Oh, jetzt habe ich den schon wieder. Toll. Was kann ich denn jetzt machen? Hier habe ich... Okay... Aber die pumpt er ja auch weg. Vielleicht ziehe ich... Obwohl, der greift mich auch sonst direkt an, ne? Das ist jetzt blöd. Was mache ich denn jetzt? Obwohl, ich kann mit der ja sowieso nicht angreifen. Ich ziehe jetzt zwei Karten. Obwohl, das war so dämlich. Ich kann da dann gar nichts mehr spielen. Da wird der Dame auf jeden Fall einen drüber rotzen. Das war ja doof. Ich habe alle Kristalle verbraucht, dann kann ich danach gar nichts mehr machen. Jetzt haut er mir schön hier die... 5 Schaden rein. Und ruft sich noch so einen Soldaten. Ja, toll. Komm, lass mich. Ich muss meine Ehre wiederherstellen hier. Okay, jetzt kann ich fast alle Karten spielen. Das ist schon mal gut. Ja, den spiele ich als erstes mal. Jetzt muss ich die Karte, denn da habe ich schon mal 2 Karten, die er angreifen muss. Mit Spott. Eine Waffe hat er nicht. Dann würde ich als nächstes nämlich die... Blutelfenkriegerin hier spielen. Klerikerin, Entschuldigung, Klerikerin. Und da verleiht sie noch +1/+1, genau. Ah, das ist ja optimal. Perfekt, gut gelaufen. Hab ich gar nicht dran gedacht, dass die noch einen Nebeneffekt hat. Was ist denn hier mit meiner Uhr? So, geht doch nicht einfach in Standby auf dem Handy, ist ja furchtbar. Ah, jetzt nutzt er seine Münze. Aber das Gute ist halt, der muss die Spottkarten angreifen. Jetzt bräuchte ich sowas wie die Arkane Explosion, glaube ich, ne? Ja, Arkane Geschosse sind auch nicht schlecht. Ich könnte aber auch den Gurubashi-Krieger spielen. Weil der nämlich stärker wird, je öfter der angegriffen wird. Vorwärts! Oh, sind die beide weg. Aber ich muss den sowieso angreifen. Hm, ja, das machen wir aber trotzdem. Weil er nämlich viel Angriffskraft hat. Das ist zu viel. Dann haut er meinem Gurubashi-Meister zu viel rein. Das ist nicht gut. Das machen wir nicht. Ich muss ja ein bisschen Taktik üben jetzt hier, ne? Das ist ja die einzige die einzigen Videos, die der Dale nicht kennt. Weil die anderen Let's Plays hat er alle geguckt. Ja, das bringt mir natürlich jetzt auch viel. Wenn die alle mich direkt angreifen. Super, ey. Grandios. Wie viel habe ich? 6/6. Okay. Spiele ich erstmal die Arkane Geschosse, um ein bisschen auszudünnen. Dann habe ich noch 5.
ziehe ich nochmal zwei Karten. Feuerball, sehr gut. Frostblitz, auch gut. Und den Frostblitz kann ich sogar noch spielen. Ja, doch. Nee, ich spiele den nicht. Ich spiele den Schleim. Ich hätte auch angreifen können, ne? Ah, egal. So. Da gucken wir mal, wie der jetzt weitermacht. El Paladin. Ich bin dran. Jetzt habe ich schon 5 angegriffen. Das ist ja schon mal super. Und jetzt kann ich ihn hier spielen. Den würde ich auch spielen. Ist er nämlich nochmal stärker? Ja, klar. Jetzt kann ich nichts anderes mehr machen. Ist aber nicht so schlimm. 2-2. Ja, gab mal den mal an. Passt schon. Der ist nämlich nochmal stärker. Jetzt hat er schon 9. da habe ich eine gute Karte ins Deck geholt. Auf jeden Fall. Wenn er die jetzt nicht ausnockt. Oh, das ist natürlich jetzt blöd. Denn jetzt knockt er die aus. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte nämlich in der nächsten Runde sie hier spielen, um den ein bisschen zu heilen. Das ist natürlich jetzt nach hinten losgegangen. So. Den können wir auch spielen. Stellen wir hier zwei Leben wieder her. Und dann wird er nochmal stärker, weil ich den Champion draußen habe. Und mit dem Rest würde ich sagen, spiele ich jetzt. Ich spiele den Feuerball, genau. Achso, der kann ja auch keine Angriffe. Ja, klar. So. Ich hoffe, das war jetzt zufriedenstellend. Oh, da hat er. Herr der Arena. Der ist ja mies. Aha. Okay, da muss ich mir jetzt was überlegen. Wie kriege ich den jetzt. Ah, ich habe eine gute Idee. So. Okay, dann ist der tot. Ah, der ist auch tot, das ist blöd. Okay, dann spiele ich den. Brauche ich gar nicht, ne? Ich mach den doch hier alle schon. Hat er schon. Hat sich schon erledigt, ey. Was habe ich denn hier wieder gemacht? Mensch, ey, gar nicht so ein Blick. Bin ein bisschen abgelenkt jetzt, weil der mich so fertig gemacht hat. Ich wollte mich gleich mal kurz in die Ecke gehen und ein bisschen weinen. Level 8, ja, wundervoll. Paladin freigeschaltet. Friert jeden Charakter ein, der von diesem Diener verletzt wurde. Okay. 6 Leben, das ist nicht schlecht. Da kann man vielleicht was machen. Und ich würde sagen, ich baue jetzt nicht um, ich spiele jetzt einfach noch gegen einen. Und ich würde mal sagen, ich nehme mal den Hexenmeister, glaube ich. Ich möchte sehen, was der kann. Weil wir haben noch Zeit und ich habe jetzt keine Lust, hier 7 Minuten irgendwie mein Deck umzubauen. Das ist ja auch blöd. Jaina gegen Gul'dan. Ja, Gul'dan, was geht? Wird mir gehören. Ihr habt es so gewollt. Ich erhalte noch eine Karte, okay. Die Karten sind gut, da tausche ich nichts von. Da kann ich direkt am Anfang schon den Sportsoldaten spielen. Hat jemand den Arzt gerufen? Na, das war natürlich sinnfrei. Aber gut, wenn man nichts anderes hat, würde ich ihn auch spielen am Anfang. Was kann der denn hier? Das interessiert mich ja. Zieht eine Karte und er leidet 2 Schaden. Okay, also Adalas, ja. Heißt auch Adalas, genau. So, ich würde mal sagen. Ne, ich spiele als erstes den. Da muss er den angreifen und dann bin ich zufrieden. Ja, zweimal Feuerball auf der Hand brauche ich natürlich auch nicht. Werft eine zufällige Karte ab. Okay. Da muss ich mal gerade überlegen, warte mal. Nee. Ich krieg die ja nicht kaputt. Ich spiele lieber den Frostblitz und hau die raus. Und bin dann fertig. Jetzt
zieht eine Karte und kostet sich zwei Leben. Na, das ist nicht gut. Das, also Hexenmeister wäre jetzt nicht meine favorisierte Klasse. Okay, Arcane Geschoss, zufällig dran. Auch nicht schlecht. Ich kann ja auch einen Feuerball, aber ich will jetzt erstmal hier ein paar Monster raus schießen, glaube ich. Ah, perfekt. Kann ich sogar noch spielen. Einsatzbereit! Um mich hier ein bisschen abzusichern. Er kann zwar direkt natürlich auf meine... Obwohl, ne, jetzt habe ich ja Schrott. Genau, jetzt kann er gar nicht mehr direkt auf mich. So, wundervoll. Verwandelt in ein Schaf. Okay, die würde ich gerne tauschen, kann ich aber nicht. Jetzt hatte ich 4 Punkte, jetzt könnte ich ihn direkt angreifen. Mache ich aber auch nicht. Ich spiele jetzt erstmal die andere. Und... Ach ja, genau, kann ich eine Karte ziehen, das ist super. Spiegelbild. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, spiele ich jetzt noch den Mana-Kristall. Hau dem hier den Schaden rein. Und greif den hier noch an. So! Jetzt macht er das schon wieder mit dem Adalas. Verursacht 2 Schaden, stellt bei einem Helden 2 Leben her. Okay, ah! Okay. So macht das natürlich Sinn. So ist auch der Hexer in WoW, das ist richtig. Okay, da habe ich die Arcane-Explosion, bringt mir jetzt nicht viel. 5 Punkte, ja. Da kann ich ja nicht viel tun. Außer direkten Schaden zu verursachen. Ja, da kann ich nicht mit angreifen, hat keine Angriffskraft. Und dann spielen wir noch einen Feuerball. Das war's. Das sollte doch zu gewinnen sein, das Spiel. Fügt allen Charakteren 3 Schaden zu. Oh, das war ja mies. Das ist fies. Möllerkräuber. Schon hat er mich ausgenockt hier, alle meine Monsters. Bereit zum Ausritt. Kostet meinen Stahl. Das war's. So, 9 Punkte noch. Ich wollte gerade sagen, wenn er mich jetzt... Wenn er mir mein Monster lässt, dann kann ich in den nächsten Runden platten, aber... Macht er leider nicht. Ja, wer weiß, vielleicht wird's ja drauf was. Ja, sieht gut aus. Ich spiele auf jeden Fall erstmal Arcane Geschosse. Mhm. Sehr schön. Sehr schön, das haben wir richtig gut hingekriegt in zügiger Zeit. Wundervoll. Ich weiß ja, ich glaube, Level Up kriege ich immer noch. Okay, den habe ich frei. Wofür kriege ich eigentlich diese Münzen hier? Gold zum Kauf. Achso, ja, das kann dafür verwendet werden. Wo bekomme ich das? Das interessiert mich ja. Ich gehe jetzt aber, jetzt mache ich aber nicht noch ein Duell. Ich will auch nicht nur üben. Packung würde ich gerne öffnen. Gucken wir nochmal, ob wir beim Deck nicht noch was machen können. Was haben wir denn hier noch zu tauschen? Was habe ich denn an neuen Magierkarten? Was nur? Nee, wo war das? Wo komme ich denn da hin überhaupt? Wo konnte ich. Ach, hier, genau, da war nur so ein Fall. Ja, ist richtig. Hier, genau, den wollte ich aufnehmen. 4, ein Level 4 Monster, das ist gut. Weil das ist nämlich, das ist doch ziemlich cool. Mit einer Fähigkeit friert jeden Charakter, der von diesem Diener verletzt wurde, und 6 Lebenspunkte, das ist halt fett. Jetzt habe ich einen Feuerball, Verwandlung, Ritter von Sturm. Der Ritter von Sturm ist aber auch gut. Der ist auch gut, der Meister von Schildmeister von Senjin, weil er Spott hat. Das ist immer gut, damit man nicht angegriffen werden kann. Na, was machen wir denn da jetzt? Ich glaube, ich würde mal eine von denen rausnehmen, tatsächlich. Eins reinnehmen. Ich würde aber gerne noch einen reinnehmen. Verwandeln habe ich nur einmal drin, aber... die würde ich gerne lassen. Was kann man denn da rausnehmen? Hier oben vielleicht noch was? Hier, wo ist diese... Die... Die nehme ich jetzt einmal raus, genau. Und pack den auch nochmal rein. Obwohl, eigentlich macht das keinen Sinn, ne? Ich möchte eigentlich ja möglichst zügig die Gegner fertig machen.
Nee, ich nehme nochmal. Deswegen hätte ich lieber eigentlich. Plus 1, okay. Dann müsste ich, bräuchte ich eine Murloc-Armee. Da bräuchte ich eigentlich. Den kann man mit reinlegen. Auch wenn ich Murlocs nicht leiden kann, aber. Ist gar nicht schlecht. Oh, der ist gut. 3 und 2. 2 und 3, auch gut. Spott. Frostwolf-Grundsatz. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich nehme mal. Wo habe ich ihn? Den und den nehme ich mal raus. Ich spiele auf jeden Fall schon mal den mit rein, das ist gut. Ruft einen Murloc-Speer bei 1-1. Sehr schön. Nehme ich auch. Wie viele Level 2 haben wir denn noch? Okay, das Wahnsinn. Ich habe nämlich ja noch hier diesen säurehaltigen Schlamm und den bin ich auch nicht so überzeugt von. Das Spiel würde ich, glaube ich, auch lieber nochmal. Ich glaube, ich würde ein bisschen auf die Breite gehen und nochmal einen Murloc mitnehmen. Tatsächlich, ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. So, Spiegelbild. Da habe ich ja noch eine von. Da hätte ich gerne noch eine zweite eigentlich von drin. Ich glaube, dafür würde ich mal hier die Bogenschützin rausnehmen. Und Spiegelbild nochmal rein. So, dann gucken wir nochmal, ob mein Brand Power Deck jetzt besser geworden ist. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Und die kommt morgen. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss!